Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Wie ihr seht, es hat sich hier ein bisschen was verändert. Es sind noch nicht alle Truhen hier rüber geschaffen worden. Ich kann mal zeigen, was ich offscreen quasi gemacht habe. Hi Kani, Hi Kami, wie geht's dir? Ich habe ein paar von den Kisten hier jetzt mittlerweile rüber geschafft. So, die... Ich habe auch mittlerweile auf diese Kisten hier umgesneakt. Gar nicht. So, ich habe ein bisschen gefarmt, so ganz besonders Eisen. Und auch ein bisschen sortiert, dass jede Kiste hier jetzt mittlerweile einzeln da ist. Also für ein Item. Hier haben wir ein bisschen was, so jeder Gang soll was Eigenes sein hier. Und... ist noch nicht alles soweit. Hier kommen die ganzen Zauber hin. Hier weiß ich noch nicht, was sind. Vielleicht die ganzen verschiedenen Pfeile. Hier kommen die, alles, was mit Holz zu tun hat, dann in dem Gang. Hier. Hier kommt dann alles, was mit Stein zu tun hat. Also hier dann mit Erz. War klar. Ich habe jetzt gerade nur gewartet, bis du damit ankommst. So. So, ich hoffe, du bist glücklich. Und hier habe ich halt noch mit diesen Kisten, also die hier rüber verfracht. Hier sollen dann die ganzen Baublöcke rein. Und ich habe auch offscreen hier auch schon einen Keller gebaut. Kann ich auch mal kurz zeigen. So, den hatten wir ja nicht im Stream gemacht. Den habe ich jetzt außerhalb des Streams gemacht, so weil ich wollte jetzt nicht zu viel... Ja, wie sagt man, ich wollte jetzt fast Sendezeit sagen, aber hier ist ja keine Sendezeit. Einen geilen Keller. Hm? Hier sollen dann, keine Ahnung, was kommen. Die Miete, das kostet hier kalt 2700 Rupien im Monat. Also... ja, ist ein Schnapper auf jeden Fall. So, aber oben ist auch noch nichts. Ich würde aber auch weiterhin offscreen Eisen farmen, damit ich hier die Kisten da machen kann. Hier oben ist auch noch nichts gemacht. Also hier ist sind noch keine Kisten. Aber das ist quasi das große Lager erstmal. Und ja, ist erstmal noch ein bisschen so durcheinander, beziehungsweise noch nicht alles voll. Wird noch alles voll. Aber hier kann man sich quasi dann erstmal auch bedienen, wenn man erstmal weiß, wo was ist. Hier ganz unten die Heiltränke, die kleinen, die mittleren, die großen. Ich weiß nicht, ob dann noch eine größere kommt. So, dann hier die Verbände sollen hier sein. Hier kommen. Hier habe ich erstmal die Pfeile und die Dietriche reingetan. Hier die ganzen Tränke und... solche Dinger, die Bomben. Hier sind dann alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Und hier auf der Seite dann die Setzlinge. Hier habe ich alles, was man anpflanzen kann, reingetan. Also Essbares dann. Und halt Honig noch dazu. Dann hier sollen dessen Setzlinge reinkommen. Hier habe ich da ganze... was gekocht werden kann, reingetan. Dann soll auf der Seite halt das, was also hier ist das Gekochte und auf der Seite das, was noch gekocht werden soll. Und halt hier dann die Zauber. So. Aber ich wollte heute mal ein bisschen wieder auf Erkundungstour gehen. Vielleicht auch noch die ein oder andere ein oder andere Quest machen. So, hier ist immer noch dabei zu kochen. Also, da wird das hier gerade, das Sandgräberfleisch, gemacht. Hier haben wir diese andere Kunst. Mein Inventar ist immer noch voll mit Sachen. Sehe ich gerade. Habe ich wohl vergessen, einzulagern. Muss ich dann jetzt wohl noch machen, eben. Gucken.
keine Ahnung, was ich hier jetzt genau habe, alles. Aber ich packe die mal da irgendwie hin. Glühwürmchen fehlen mir auf. Aber ein paar Glühwürmchen konnte ich ja irgendwie organisieren. Ich finde es auch sehr hübsch hier. Die Truhen haben es dir angetan. Ja, das ist ja das Lager quasi. Also die Lagerhalle. Hier habe ich auch ein bisschen was. So. Was habe ich sonst noch? Also, genau, Spruchrollen werden. Habe ich auch einiges gesammelt, vor allem an Erfahrungsspruchrollen. Habe ich hier 95 Stück. Also fast 100. Das wird wohl reichen, sobald das nächste Update quasi kommt, dass man dann auch noch sich nochmal ein bisschen hier aufleveln kann. 25 ist ja bisher das höchste, das Maximum. Auch wenn bei mir hier mit Stufe 25 da so ein kleiner gelber Balken ist, der aber irgendwie gar nicht mehr weitergeht. So, habe ich Bücher? Ich habe keine Bücher. Hoppala. Erstmal alles wieder einsortieren. Ich war vorhin doch drüben in der anderen Lagerhalle. Warum habe ich da jetzt nichts eingelagert? So, für hier habe ich irgendwas. Davon habe ich glaube ich nichts, aber hiervon habe ich nichts. Knochen habe ich auch mittlerweile voll und das hier drunter ist auch schon so gut, ist schon voll. Ich weiß nicht mehr wohin mit den ganzen Knochen. Hier, ne, für hier habe ich nichts, aber hier habe ich was. So, ne, da habe ich nichts. Ich könnte jetzt eigentlich rein theoretisch noch eine Truhe machen. Ich glaube, ich packe die, ich lösche die Knochen jetzt erstmal. Ich glaube, die brauche ich gar nicht. Vor allem Wasser brauche ich auch eigentlich gar nicht. Ich nutze das nicht. Ich teile mal den Stapel. Ich mache mal so. Passt dann erstmal und pack dann den Rest drüben. Aber ich finde, das Haus, die Lagerhalle hat was auf jeden Fall. Bin ein bisschen stolz drauf. Vor allem, ich kann eigentlich auch das mit den Heiltränken hier auch mal ein bisschen wieder auffüllen. Ich glaube. Doch, komm. Machen wir so. Passt perfekt. Was habe ich noch im Inventar? Reubusch oder Reubusch oder wie man es ausspricht. Ist nicht hier. Ich muss mich selber hier erstmal. Ne, das war der zweite Gang. Irgendwo hier. Ich muss mich selber hier noch erstmal orientieren. Da. Dann haben wir drei verschiedene Steine. Eine Paprika haben wir. Wo haben wir Paprika hingetan? Da. Und ich würde demnächst auch mal anfangen, vielleicht hier Ackerbau zu betreiben oder so. Würde vielleicht auch Sinn machen, endlich, dass wir mal ein bisschen Rohstoffen rankommen. Also Pflanzenfasern, was weiß ich noch, was es hier alles gibt. Zauber haben wir noch einen. Und noch nicht gekochtes Fleisch. Das können wir auch noch einlagern. Dann können wir eigentlich los. Nein, nicht alles. Verdammt.
Aber so geht's auch. Man kann auch einfach alles kochen. So, ist der noch ausgerüstet? Ausrüsten. Jetzt haben wir den wieder ausgerüstet. Ja, einen Bogen kochen wäre auch nicht schlecht. Gibt's heute gegrillten Bogen. So, versteckte Handwerksrezepte. Wissenschaftliche Instrumente für ein Labor. Plasmapresse für den Sammler. Spinnrad benutzen. Unter den Amseln würde ich mal machen. Der Alchemist erwähnte den Standort als legendären Gleiters. Der Ort ist auf der Karte. Apropos, was bräuchte ich hier für die nächste Stufe der Flamme? Schwefel, Safran, Funken haben wir, Eisenerz, Lapislazuli, Yucca und Brutsichelkopf. Okay, Eisenerz, Safran und Schwefel müssen wir auch irgendwie organisieren. Yucca-Frucht haben wir einen, wir können Setzling draus machen. Brutsichelkopf hätten wir auch. Schwefel müssen wir mal sammeln und Lapislazuli. So, kann sein, dass jetzt ruckeln wird. Ja, es ruckelt. So, wo ist der Turm, der hier war? Machen wir so. Ich hoffe, es fängt sich jetzt gleich wieder ein. Sorry für dafür, die Ruckler. Es passiert aber immer mit der Map. Immer wenn ich in der Map bin. So, aber okay, es fängt sich wieder ein. Sind jetzt halt 3,6% der Frames verloren gegangen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das beheben soll hier. Das wäre der Turm, wo ich noch hinwollen würde. Es ist nur die Frage, können wir da überhaupt schon hin? Weil da auch rotes Miasma ist. Deswegen weiß ich nicht. Da hätten wir Schwefel. Jetzt nur die Frage, wo wäre da der Weg zum Turm? Das sieht aus, als wäre das sehr viel Eisen auch. Wenn das Eisen wäre. Oder ist. Ich würde es mal riskieren, vielleicht so dahin zu gehen, dass wir durch das Miasma hier durch. Durchrennen. Da vorne ist zwar rot, aber ich glaube, so könnten wir dahin. Ich hoffe nur, wir treffen jetzt keinen dieser Drachen. Drachengeier. Ja. 16 Minuten haben wir ja im Miasma, also Zeit würde reichen, meine ich. Oh, blaue Drachengeier. Die sind sogar noch schlimmer als die normalen. Den hauen wir noch kaputt. Okay, von dem hauen wir ab. Ich will eigentlich nur nach da oben. Irgendwie.
Und ich hoffe, ich gehe nicht aus Versehen ins tödliche Miasma. Obwohl, warte mal. Ah, deswegen tödliches Miasma. Okay. Weil da das ehemalige Wasser ist. Also zu der Warte hätten wir so irgendwie schon doch gekonnt. Nur, wie komme ich da hin? Nein! Ich hasse diese Viecher. Du hast die Viecher auch. Hast du eigentlich schon mal in Frauder gespielt, Kami? Da komme ich nicht weiter. Wie komme ich da hoch? Oder Kami, hast du das Spiel vielleicht selber im Besitz? Wenn ja, könnten wir auch dann so machen, dass du dann der erste Gast wärst hier bei mir im, im Live-Let's Play. Mit Hele ist das momentan ein bisschen eher schwieriger. Sie ist ja momentan in Urlaubsvorbereitung und so. Oh. Und mit ihr war ja auch geplant gehabt, A Way Out und It Takes Two zu spielen und noch ein paar andere Sachen. Also da ist Zeitmanagement eher ein bisschen schwieriger. So, natürlich ist jetzt... Oh, da oben war... Waren wir kurz aus dem Miasma raus? So, jetzt haben wir die 16 Minuten wieder voll. Perfekt. So, natürlich sehen wir wieder nichts. Und hallo Ostrom, wie geht's dir? Warte mal, wo bin ich? Wir haben hier ein Lager gefunden. Bestimmt gibt's da eine Möglichkeit zu pennen. Plünderer-Lager. Ja, mir geht's auch gut. Oh oh. Nicht das Viech. Ich erkunde gerade eigentlich eine Möglichkeit, irgendwie zu diesem Turm zu kommen. Ja, jetzt geht mir nicht auf den Sack. So. Also nicht ihr, Chat, sondern die Viecher hier. Also random jetzt gerade noch nicht. Haus und Hund. Hoppala.
Also Haus und Hund besitze ich leider nicht. Ja, Keim, dass du mir gerne auf den Sack gehst, da wissen wir. So, warte mal. Boah, diese Geister-Knochenpfeile, ich liebe die. Die können durch alles durchschießen, wenn man ein Ziel anvisiert hat. Ein Hund kommt noch. So, was mit dem da? Okay, jetzt noch mal eben schnell. So, die sind aber mittlerweile nicht mehr so stark. Das freut mich auch tatsächlich. So, jetzt einmal kurz pennen. So, aber auf Ostrom, um auf deine Frage zu kommen. Ich habe ein bisschen mies gepennt. Ich habe voll die Nackenschmerzen. Tatsächlich. Aber an sich, geht es mir eigentlich richtig gut. Abgesehen von den Nackenschmerzen halt. So. Alles wieder mitnehmen. Ich hoffe, die haben hier irgendwo ein Bügeleisen, damit ich mein Schwert jetzt wieder reparieren kann. So, Schwarzpulver, also Bomben, nehmen wir wieder mit. Was haben wir hier? Gleißender Magierstab. Okay. Ja, die haben hier ein Bügeleisen, perfekt. So, wo ist denn... Da ist... Da will ich hin. Also das Ding war das Ziel. Und ich glaube, ich habe jetzt endlich den Weg dahin gefunden. Hier sogar noch ein Turm. Mal gucken, was da drin ist. Auch eine Schlafmöglichkeit. Boah, ich liebe diese Ruinen hier. Okay, noch höher komme ich nicht. Süß, die Skorpione. Und hi, Waifu Jelly. Wie geht's dir? Ich bin heute hier ein bisschen noch am Erkunden. Achso, Waifu und Ostrom, ihr hattet mich ja gefragt gehabt, so wann hier House Flipper 2 bei mir kommt. Das wird noch ein bisschen dauern, weil ich habe einfach viel zu viele Let's Play Projekte parallel. Also kann noch ein bisschen dauern. Ich will erstmal irgendwie die ich jetzt momentan am Laufen habe, beendet haben. Und danach direkt damit anfangen.
Vor allem, ich hatte ja jetzt quasi die Tomb Raider-Reihe angefangen. Ich habe wegen Kingdom Come 2, was jetzt bald kommen soll, dieses Jahr noch, damit angefangen. Und Ender läuft ja momentan, Oblivion läuft momentan, also Elder Scrolls-Reihe läuft. Gothic müsste ich noch zu Ende machen. So. Danach vielleicht, sobald ich irgendwas davon zuerst fertig habe, würde ich dann damit vielleicht mal anfangen. So. Ja, also Jelly, bei mir auch eigentlich an sich gut, abgesehen von Nackenschmerzen. Aber Nackenschmerzen kommen, weil ich wirklich irgendwie richtig mies gepennt hatte. Okay, das ist ein guter Start hier. Direkt mit so einem Sprung. Apropos, haben wir hier was, was wir nicht brauchen? Knochen brauchen wir gar nicht mehr. Die können wir zerlegen. Magierstab können wir zerlegen. Brauchen wir ja nicht. Ja, ich habe eine jüngere Schwester, aber so wie sie heißt und so weiter werde ich aber nichts sagen. Ich hoffe, man kann das verstehen, dass man das nachvollziehen kann. So, die Dinger werde ich auch alle kaputt machen. Weil da gibt es auch so oft so geile Sachen einzusammeln. So, die Eisenbarren, dass wir die wieder haben. Das machen wir mal auf. Wenn ich könnte, Vergangenheit oder Zukunft? Es ist wirklich eine interessante Frage. Also, ich glaube, ich würde erst einmal in die Zukunft reisen wollen. Und zwar vielleicht so weit in die Zukunft, dass wo es dann vielleicht schon von da aus irgendwie durch Technik und so weiter die Möglichkeit existiert, durch die Zeit zu reisen. Gehe ich mal von aus, dass das vielleicht irgendwann möglich sein wird. Aber auch allein wegen medizinischen Sachen und so weiter. Weil da einfach die Medizin erstmal ausgereifter ist, sage ich jetzt mal. Und wer weiß, vielleicht kann man da auch mit Kybernetik und so weiter hier sich wie in Cyberpunk 2077 auch so Mantis-Klingen und sowas machen. So kann man vielleicht irgendwie sein Leben nochmal künstlich verlängern irgendwie. Oder muss nicht unbedingt künstlich sein, aber auf jeden Fall verlängern. So. Und oder vielleicht sogar irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht kann man dann einfach dadurch die Möglichkeit finden, so immer wieder in die Vergangenheit zu reisen, so zu, Urlaub zu machen im Mittelalter, sage ich jetzt mal, oder in der Antike oder sowas. Doch, auf, auf Mittelalter und so weiter, hätte ich auf jeden Fall Bock. Nur ich will nicht unvorbereitet dahin kommen. So, ich will quasi nicht, wenn ich da einfach mal in Mittelalter reise,
will ich jetzt nicht einfach mal in einem sinnlosen Krieg einfach mal drauf gehen, weil irgendjemand der Meinung ist, so heute mal Scarlets zu überfallen. Und dann bin ich zufälligerweise in Scarlets und dann gehöre ich unter den Toten. Genau, vorbereitet sein ist das A und O. Dann bin ich lieber irgendwie ein bisschen gewappnet. So ein bisschen vorbereitet, irgendwie vielleicht so. Dass ich halt einfach mich absichere, dass ich nicht in dem Urlaub ins Mittelalter oder so aus Versehen drauf gehe. Wieder Knochen, natürlich. Aber es gibt auf jeden Fall aus der Vergangenheit sehr, sehr viele Epochen, die ich wirklich gerne mal besuchen wollen würde, sage ich jetzt mal so. Denn das antike Griechenland, das antike Ägypten und so weiter würde ich sehr gerne mal sehen. Das Mittelalter würde ich gerne sehen wollen. Und wenn irgendwann in der Zukunft das Zeitreisen quasi als Urlaubs, was auch immer, möglich ist. So dass man quasi durch. Warte mal. Ich bin sofort wieder beim Thema, ja. Bin im Kreis gedingst? Alter, jetzt. Ich will springen! Nee, das ist. Da war ich. Aber warum kann ich dann nach unten? Ist hier was? Ich raffe gerade nicht, warum. Den Edenapfel suchen? Ob ich das nicht würde? Gibt es den in real? Also ich kenne jetzt nur den Edenapfel aus Assassin's Creed, aber ich weiß jetzt nicht, ob den oder ein ähnlich in real gibt. Wahrscheinlich nicht mit magischen Kräften. Gehe ich mal nicht von aus, dass die magisch wären. Okay, wofür ist das hier jetzt? Und Waiku, um deine Frage zu beantworten. Doch, Simulatoren mag ich schon auf jeden Fall. Was ich aber mehr mag als Simulatoren, sind tatsächlich eher so Dings. Wie ich auf den Namen gekommen bin, ist sogar eine interessante Geschichte. Hat mehrere Gründe. Okay. Was bringt es mir jetzt hier unten eigentlich erstmal zu sein? Ich raff jetzt nicht, was ich hier mache. Hätte ich jetzt die ganze Zeit nur oben bleiben sollen, oder wie? Ja, auf den Namen tatsächlich. Einmal wegen so einem Buch. Du kennst nur Maxeus Lovecraft. Okay, ich habe von dem noch nie gehört, Kami. Okay, warte, hier gehen wir gleich nochmal hin. Nein, ich wollte einsammeln, falls da was war. Da war aber nichts, okay. Also einmal habe ich das sehr viele Jahre nie irgendwie erwähnt gehabt oder so, aber tatsächlich zu meinem bürgerlichen Namen gehört er auch irgendwie dazu, denn laut meiner Mutter heiße ich mit habe ich drei Vornamen.
Maximilian Alexandrovic und dann Deus. Und dann halt kommt danach dann mein Nachname. Aber ich habe das sehr lange nicht gewusst, sagen wir so. Ich habe das sehr lange nicht gewusst, dass ich drei Vornamen habe. Bis ich irgendwann meine Geburtsurkunde selber gesehen hat. Ich glaube, so komme ich hier nicht hoch. Wo ging es nochmal hoch? Und dann noch dazu, gab es da so ein Buch, das ich gelesen hatte, über die, von, wie heißt der Typ nochmal, der hat auf jeden Fall irgendwie, zwei Bücher geschrieben, definitiv, einmal wie die, Menschen in der Vergangenheit waren, dessen Fehler und so weiter zusammengeschrieben und so, und dann noch ein Buch, wie die Menschheit sich, in Zukunft entwickeln könnte. Das Buch heißt Homo Deus. Und da orientiere ich mich auch ein bisschen so dran, so dass ich einfach irgendwie mich auch einfach weiterentwickeln will. Deswegen eine Kombination aus beiden Namen. Da hängt aber auch sehr viel mehr mit meinem Namen zusammen. Das ist aber viel, viel länger zu erklären, als wir wahrscheinlich heute Zeit haben. Deswegen versuche ich das so einfach zu erklären. Das hat ein bisschen was mit meinem bürgerlichen Namen zu tun und einmal wegen dem Buch, dass ich mich so dafür entschieden habe. Ah, und wenn man meinen Namen umdreht, so passt das. Dankeschön für das hübsche Glas. Ja. Und wenn man meinen Namen sogar umdreht, also auf Deus Maximus, das hat auch damit ein bisschen zu tun. Also hatte ich, was meinen Namen angeht, so sehr viel Glück tatsächlich. Dass das einfach so gepasst hat, sagen wir mal so. So, reden wir mal jetzt mit der Flamme. Die Seele des Ödlands ist schon lange vertrocknet. Jedes Sandkorn ein stilles Gebet, fruchtlos wie der tote Boden darunter. Versiegte Quellen des Lebens, die jetzt kein solches mehr beherbergen. Verblichene Hoffnung, begraben unter Dünen und Staub. Ein neuer Ort kartiert. Inventar schon wieder voll. Ein Eisenbarren haben wir. So, das brauchen wir nicht mehr. Haben wir eh mehr als genug davon. Haben wir sonst noch was, was wir nicht brauchen? Den können wir zerlegen. Rein theoretisch können wir gleich wieder hier hin. Wir können ja jetzt hier hinreisen. Ah, das da ist kartiert. Neu. Und unter den Amseln. Dann müsste ich jetzt nochmal... Ich muss hier noch einige Elixierbrunnen machen. Wieso sind hier so viele? So, ne, das sind die Nomadenanhöhen. Zu Hause. Da. Ich muss ehrlich sagen, von diesen Coca-Cola-Gläsern hätte ich mir gewünscht gehabt, dass ich 6 habe, damit ich so einfach mal so ein ganzes Set von hätte. Ne, hierfür haben wir nichts. Haben wir Federn? Ja. Ich habe leider nur 5 davon. Sorry, irgendwie war was im Hals. So,
So. Hierfür haben wir noch ein bisschen was. Was ist das hier eigentlich? Nochmal Stroh. Wie kamen wir an Stroh? Weiß das einer noch? Ich habe selber vergessen. So, von Büchern haben wir auch schon mittlerweile richtig voll, richtig viele. Die will sich aber Hehl später irgendwann abholen. Aktuell kann man noch nicht Sachen benennen. Aber soll irgendwie noch kommen. Es ist ja noch immer im Early Access, das Spiel. Also ist es noch nicht fertig. Man kann zum Beispiel, wenn wir auf der Map hier schauen, hier im Norden, oh, da wird es wieder ruckeln, ab hier quasi aufwärts nichts betreten. So, hat sich wieder angefangen? Ich hasse das. Immer wenn ich die Map aufmache. Wie kriegt das andere hin, dass das mit der Map irgendwie nicht so am Ruckeln ist? Ich verstehe das nicht. Bei mir will das einfach irgendwie gar nicht. Nee, ist kein Aldi-Rechner tatsächlich. Den hat mein Bruder mir zusammengebaut. Und hier ist, muss ich jetzt selber nochmal gucken, eine GeForce RTX 3070 drin. Was habe ich noch drauf? Ein Moment, ich muss mal eben kurz die Karton schauen. Ich bin sofort wieder da. So, die Öhrchen wieder vernünftig machen. Von ASRock habe ich hier auch ein Dingens, ein Mainboard hier von Steel Legend B450 und so. Muss ich selber noch kurz schauen. Also, das ist eigentlich von meinem Bruder zusammengebaut. Boah, ich habe die Ohren jetzt gerade nicht richtig drauf. Ah, nein, meine Haare! So. Hier waren wir schon. Also. Was den Rechner angeht, auf jeden Fall, da ist einiges Geld schon reingeflossen, sagen wir so. Also nicht von Aldi. Es sind einfach nur irgendwie bei mir die Einstellungen. Irgendwo habe ich die falsche Einstellung. Oder irgendwas im Hintergrund läuft, was ich jetzt irgendwie nicht sehen kann oder verstehe. Was dafür sehr viel Leistung nimmt. So, den einen noch. Habe ich hier für ein bisschen was? Oder für hier? So, den machen wir nochmal voll. So, die Tränke haben wir auch nochmal. So, Eier, Stein, Giftsäckle. Giftsäckle habe ich jetzt vergessen, drüben einzuladen. Und die Pfeile müssen wir hier noch reinmachen. Nee, wo haben wir Blitze? Da ist Eis. Wo waren die Blitze? Hier. Waren das die? Nee. Dann waren das die hier.
Ich habe eine Schildkröte. Also eine Wasserschildkröte. Eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte. Sogar. Ist aber auch eine kleine Nervensäge, sagen wir mal so. Der hat mir schon mittlerweile so viele Wasserpumpen für das Terrarium da, für das Wasser, zerfressen. Weißt du, Yoshi? Ist eigentlich ein richtiger Frechdachs, wenn man ehrlich ist. Ist ein Männchen sogar. Aber ich wollte schon seit längerem schauen, beziehungsweise eigentlich hätte ich Yoshi schon längst abgegeben an jemanden, der sich mit Schildkröten deutlich besser auskennt als ich. Aber eine Person, die sich gemeldet hatte, ist nach zwei Absprachen nie erschienen, um Yoshi abzuholen. Daher, ja, ich sehe irgendwie. Ich habe da nicht die Kapazitäten, ihn auf lange Sicht quasi zu halten. Allein weil er in so einem. Das Terrarium, was er hat, ist einfach viel zu klein für ihn. Und da will ich dann lieber schauen, dass er irgendwo hinkommt, wo er mehr Platz hat quasi. Ein bisschen besser leben kann, sagen wir mal so auch. Habe ich den hier schon? Falkenbrustschutz? Haben wir noch nicht. Ich pack den dann erstmal hier zum Wasser mit rein. Aber leider die Person, die ja da in Frage käme, um Yoshi anzunehmen, die auch mehrere Schildkröten besitzt, ist leider nie aufgetaucht. Das finde ich auch traurig, ja. Vor allem, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, erzählt, erwähnt gehabt oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das im Stream gesagt hatte, in einem Let's Play oder irgendwie so. Aber wenn man so eine Schildkröte ansieht, was das ein normaler ursprünglicher Lebensraum ist. Die haben einen ganzen Ozean frei zum Schwimmen. Und hier bei mir und bei dem Vorbesitzer hatte Yoshi quasi nur ein Terrarium. Was einfach schade ist. Und da wäre einfach die Person, wo ich Yoshi hätte abgeben wollen. Wo schon mehrere Schildkröten sind, die aber auch eine riesige Fläche haben zum Rumlaufen, wo die auch schwimmen können und so weiter, wäre das definitiv ein Upgrade gewesen zu dem, was er hier bei mir hat. Was einfach schade ist, dass er nach zwei Absprachen einfach nicht gekommen ist, um Yoshi abzuholen. Ist einfach schade für das Tier, finde ich. Weil ich bin mir bewusst, ich kann ihn auf Dauer nicht halten und ihm nicht das bieten, was er verdient. Deswegen suche ich ja nach Leuten, die ihm das bieten könnten. Aber wenn keiner auftaucht, dann ist das schon traurig. Ich glaube, ich mache die beiden Miasma-Wurzeln hier mal, ne? Als nächstes. Ich glaube, das wird schon Sinn machen. Du wurdest gehatet, weil du den zu menschlichen Namen gegeben hast? Warum das? Hä? Also, ein Name ist ein Name. Ob für ein Tier, für einen Mensch oder für einen Rollator. Also. Oh nein. Nicht die. Die Schildkröten haben sich die ganze Zeit geboxt. Haben Schildkröten ein Revier behalten oder so, dass die sich wirklich gegenseitig mal attackieren? Ich kenne mich mit Schildkröten leider nicht so gut aus. Also wie die in
wie die sich verhalten, wenn die mit anderen Schildkröten quasi, Gleichgesinnten, zu tun haben. Kenne ich mich zu wenig aus. Ist er noch hinter mir her, oder? Die haben mich jetzt hoffentlich verloren. Die waren ziemlich aggressiv. Ja, meine, Upsi. Direkt runtergeflogen, nice. Das war jetzt nicht der Plan. Ja, meine ist gegenüber der Wasserpumpe hier ziemlich aggressiv. Oder den Wasserpumpen. Ich habe schon mittlerweile 5 Wasserpumpen für ihn kaufen müssen. So, sind hier Viecher? Oh nein, eine Rüstungsfiech. Warte mal. Ich mach die Dinger einfach weg erstmal. Out. Einen Moment, ich bin sofort wieder bei euch. Ich muss diese Spawn-Dinger hier wegmachen. Leuchtende? Out. Du meinst das Ding? Das ist eine Miasma-Wurzel. Das sind... Out. Das sind die Dinger, Ich bin gleich wieder aktiv bei euch, ja? Ein Moment, ich muss hier erstmal die Dinger hier loswerden. Ich hoffe, das reicht jetzt. Dahin ist noch ein Spawner. Rechts. Über meinem Kopf. So, aber das war jetzt ein, hoppala. Eine Miasma-Wurzel. So, ah, hi, Paschi. Soweit erstmal alles fit. Keim, ich habe das jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesagt, was das rote leuchtende Ding war. Ich finde super, wie gut du zuhören kannst. Genau, das ist eine Blume gewesen, ja, richtig. Furchtbare Keule haben wir gefunden. Episch. Nehme ich mal mit. Mein Gesicht lenkt dich ab, Kami. Ernsthaft? Ist an meinem Gesicht irgendwas verwerflich? Ah, die Öhrchen sind so Zucker. Okay. Oder meintest du dieses leuchtende rote Ding? Jelly, einen Moment, ich antworte sofort. Ich muss jetzt eben hier irgendwie die Flucht ergreifen. Also einen Ausgang finden. Wo auch immer der war. Ich glaube da vorne. Okay, hier komme ich nicht hoch.
Die Pflanze ist schon krass, ich weiß. Ist eine Miasma-Wurzel. Jetzt noch einmal. Hier ist der Ausgang. Und Sascha und Andy hast du die genannt. Also der Ältere hieß Sascha und die, der Jüngere Andy. Ich weiß jetzt nicht, was schlimm daran jetzt sein sollte, dass du die so genannt hast. Weil ich hab einen Neffen, der heißt Andy, deswegen den favorisiere ich ein bisschen, sage ich jetzt mal so. Wie zu... Wenigstens hier. Okay, das nächste, wo ich hinwollen würde, wäre das hier. Kami, wenn ich Sterbi machen möchte, dann Sterbi ich, ja? Ich habe mich gerade nur gewundert, wie ich da jetzt gerade gestorben bin. Wieso der einfach irgendwie vom Gleiter wegging, also losgelassen hatte, obwohl ich nicht B gedrückt hatte und nichts berührt hatte. Der hat anscheinend keine Lebensanzeige. Gibt's hier einen Eingang mit einem Bett? Hier gibt's ein Bett, perfekt. Dann ist super, dass jetzt wieder hell ist. Alter, die Sonne. Okay, der hat mich nicht gesehen. Das ist gut. So, wir holen uns jetzt die nächste Wurzel. Der wird uns gleich sehen. Vor allem, warte mal. Hier befindet sich noch ein Laden. Jetzt hat er uns gesehen. Mal noch ein Lager. Dann müssten die hier irgendwo ein Bügeleisen haben. Saphirstrand. Das hier ist es. Ich hoffe, der ist jetzt nicht in der Lage, hier hinzuspringen. Immerhin können wir mit den Teilen durchschießen. Wirklich liebe diese Teile aus den Hallen der Erloschenen. So, haben die hier ein Bügeleisen? Die brauchen Bügeleisen.
Also bei der Hitze, man hört das ja auch richtig raus, dass hier richtig heiß ist. In der Rüstung müssten wir eigentlich schon richtig kross durchgebraten sein. Oder durchgegart. Hut des Zaubermeisters. Den kriegt man hier wirklich tausendmal. Ich glaube, das Ding war in Mode, bevor das mit ihm erstmal losging. Haben die dann da hinten vielleicht ein Bügeleisen? Der geht erstmal panisch im Kreis. Ja, Sterbi! Genau. Oh, hier gibt es Bücher, an die ich nicht rankomme. So, den Bombenleger erstmal weg. Toll, ich habe immer noch kein Wasser gekauft. Kami. Darf ich auch dieses Wasser trinken? Hier? Aus der Leiste, aus dem Inventar. Zählt das auch? Dann hier. Wasser getrunken. Mist. Dann bin ich sofort wieder da, ja? Beziehungsweise ich bewege mich mal in Sicherheit. So, hier oben. Dass ich dann gleich nicht überrannt werde. Ja, dann suche ich mir mal. Trink das Blut deiner Feinde. So, okay, dann bin. Ich lasse das mal so. Ich setze mich so mal hin. Und dann bin ich sofort wieder da. So, hier haben wir Wasser. Kami, dann hoffentlich bist du jetzt glücklich. So, wer wird gesterbt? Ah, der hat mich im Visier. Okay. Ich sterbe, du sterbe, er sie jetzt sterbe. Sterbologie, die Lehre des Sterbi. Oder wie war das? Hose des Zaubermeisters. Also, ich finde die Sprache ist sehr legit. Ist keine Müllsprache, Kami.
Paschi, dann war ich schneller, ne? Wenn du das schreiben wolltest. So, jetzt brauche ich aber ganz dringend ein Bügeleisen. Kami, hast du ein Bügeleisen? Ich brauche einen. Ernsthaft, wie kommt man Dings nicht dran? Jetzt kommen wir in die alten Bücher ran. Perfekt. Jetzt hör auch die Bücher. Wo sind die Bücher? Hier liegen da keine. Mist. So, den kann ich jetzt abbauen. Perfekte Tür. Ich glaube, so muss das, oder? Geil, ich komme da gar nicht mal durch. Man kann das, also die Story kann man durchspielen. Ja, nur noch nicht im aktuellen Zeitpunkt, weil, also die Story, die man bis jetzt hat, hier, könnte man, durchspielen, aber ist es quasi, weil es noch ein Early Access ist, noch nicht so weit, dass man alle Bereiche quasi erreichen könnte und vielleicht kommen, also es kommen da noch einiges an Quests dazu. Die Hauptstory kann man ja noch nicht machen, also noch nicht zu Ende machen. So. Aber es soll ja noch so weit kommen, dass man es durchspielen kann. Aber das Bauen und so weiter wird auch nach Ende der Stories, der Quest und so weiter noch weitergehen, gehe ich mal von aus. So. Könnte es wahr sein? Meine Großmutter, die liebe Hammer, erzählte mir Geschichten über diesen alten Schrein der Flamme im Inneren eines Bergs im Osten. Sie berichtete mir vor dem Einschlafen immer von heiligen Schriftrollen, vergessenen Büchern und Gebeten, einem Testament an dem Glauben der Menschen und von Andenken und Schmuckopfer gab, die im warmen Licht der Flamme funkeln. Wenn es wirklich stimmt, dass ein so beliebter Schrein in Vergessenheit geriet, dann kann ich ihn vielleicht finden, für den Eintritt Geld verlangen. Ein Prozentsatz einsammeln, eine Münze pro Gebet. Klingt eigentlich nicht schlecht, oder? Keine Garantien. So machen das Conways. Okay, interessant, wie wir gerade die Leiter hochgingen. Ja, man könnte sagen, es ist... es ist Minecraft mit besserer Grafik, aber Real-Life-Grafik würde ich noch nicht behaupten. Es ist schon ein bisschen cartoonhaftig oder so, oder so ein gewisser Zeichenstil. Aber es ist jetzt nicht ultra-realistisch oder so. Gleich hätte ich da ein Problem. Jetzt der eine hat wieder gesehen. Oh, was haben wir hier? Nice. So, ich hoffe, die kommen jetzt hier hin. Zu Palworld sage ich nur: Los, Pikachu, Schrotflinte. Ich habe Palworld selber noch nicht gespielt. Aber ich musste mich quasi entscheiden, ob ich jetzt Enshroud oder Palworld kaufe. So, ich will mit dem Bogen erstmal. Nein!
Ich brauche entweder ein Bügeleisen oder einen sicheren Spot. Mach zu! So. Okay, sicher ist das nicht. Das war dumm. Da sind sicher. Ob wir den hauen, war. Bügeln wir hier einmal runter. Also bis ich Palworld spiele, wird noch ein Weilchen dauern. Ich habe eh mehr als genug Let's Plays momentan. Die ich erst einmal alle abschließen muss. Bis ich dann irgendwie mal Zeit finde, was Neues dann zu fangen. Denn es wird sich von mir hier auch Dingens hier gewünscht. Denn sehr viele Spiele tatsächlich von mir gewünscht zu spielen. Du willst mit Perls versklaven gehen? Ich glaube, wenn ich das spielen würde, tatsächlich, mit meinem Spielstil, den ich gerne ausleben würde, würde ich auf YouTube gebannt werden. So, haben die hier überhaupt ein Bügeleisen? Schieße meine Pille durch die Wände. Geht auf. Kann man auch machen. Wenn das die Geisterpille ist. Ach komm, wir schöpfen hier mal so viel Wasser, wie es geht. Ach, geht nicht mehr. So, die nehmen wir wieder mit. Perfekt, Holzbretter, aber wo haben wir jetzt ein Bügeleisen? Also ein Amboss. Muss meine Sachen reparieren. Saphirstern, wir wissen, dass wir hier sind, also im Saphirstern. So, noch mehr Bücher. Ja, Hel wird sich freuen, sobald die alle abholen darf. Wird wahrscheinlich aber erst passieren, nachdem sie aus ihrem Urlaub wieder da ist. Sie ist ja jetzt schon kommende Woche weg. Ostrom, jetzt nur ist die Frage bezogen auf Real Life oder in Videospielen? Wenn in Videospielen, immer her damit. Habe ich kein Problem damit dann. Oh, warte, da kann man irgendwie durch. Da läuft was. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Schatz. Oder ich habe es mir nur eingebildet.
Wie jetzt neues Wasser? Okay. Diesmal nur drei. Paschi, wir wissen alle, wie sehr du Palworld liebst, also... Ich schenke dir das dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Oder zu beidem. Lodernder Zauberstab. So, zerlegen, zerlegen, zerlegen. Ich mag den hier irgendwie, ich weiß nicht warum. So, aber wo ist jetzt? Ich glaube, die haben hier nichts, um meine Sachen hier zu reparieren. Hier dürfte er nicht hochkommen, oder? So ist besser. Besseres Internet? Wenn du mir sagst, wo ich das in Deutschland kriegen kann, dann hole ich es mir auf. Ich finde ich... Okay, drei verschiedene... Bomben? Aber kein Bügeleisen. Ich glaube, die besitzen hier sowas nicht. Kann das sein? So, was ist das da hinten eigentlich? Und was ist das hier? Safran. Über den reden wir hier gar nicht, Waifu Jelly. Also würde ich einmal bitten, den hier gar nicht mehr zu erwähnen, sagen wir mal so. Ich glaube, ich werde ihn demnächst... Uiuiuiui. Okay. Ich glaube, ich werde den Namen in die Blockliste packen, in die Blacklist. Bin ich denn jetzt los? Oh, Ostrom. Ich kenne das sogar tatsächlich. Das ist die, dieses, wie heißt das? Dilemma oder so, vom Schiff des Theseus. Ob ein Schiff die komplette Identität verliert, wenn alle Teile nach und nach irgendwann ersetzt wurden. So. Ich finde das tatsächlich interessant. So, ob ist es dann noch eigentlich das gleiche oder dasselbe Schiff? Oder schon mittlerweile ein anderes? Und Kami, auch schöne Grüße an Brom zurück. Ich finde das mit dem Schiff von Theseus wirklich sehr interessant. Weil ich bin mir selber nicht sicher. An sich
Klar, ein Schiff muss auch repariert werden und sowas, aber da haben wir auch ein gutes Beispiel so mit Blizzard. Ich glaube, war das von Jules hier die Theorie oder so? Dings, wenn man jedes Mitglied von Blizzard quasi irgendwie einmal austauscht, ist, ob das dann immer noch dieselbe Firma ist, obwohl eigentlich dadurch alle Leute, die das charakterisiert haben, die Firma, dann wechseln. Ich finde das nämlich sehr interessant. Aber wenn ich selber quasi eine Meinung oder eine Aussage dazu geben müsste, würde ich eigentlich schon eher dazu tendieren, sozusagen, dass es dann nicht mehr dasselbe Schiff ist. Es hat zwar nur denselben Namen und so weiter, aber es wäre halt nicht mehr das gleiche. Wäre für mich aber auch ein bisschen schwierig zu erklären. Hier haben wir Lapis oder Eisen. Ich glaube, das ist Lapis. Was tun? Das ist auch eigentlich eine interessante Einstellung. Also eine, das sind auch interessante Argumente, weil es die dieselbe Entwicklung, weil genau es durchlebt ja dieselbe Entwicklung, sagen wir so. Und wäre dann eigentlich, ich glaube, genau das sind die Argumente, die die Leute, die diese Frage da auch sich stellen, so beruflich diese Frage stellen, so, das sind auch, glaube ich, dieselben Argumente. Lapis haben wir jetzt? 7. Paschi, soll ich dich bannen? Ich bann dich gerne, wenn du willst. Musst nur sagen. Retourkutsche kommt, dann bannst du mich auf deinem Kanal. Dabei streamst du ja nicht mal. Ich glaube, wir brauchen definitiv eine bessere Spitzhacke. Ich würde vielleicht aber auch einmal irgendwie zurückreisen nach Hause. Jelly, da muss ich auch sagen, was diese Themen angeht, also ich würde hier gerne Themen, was mit Religion, Sexualität, Politik und so tun hat, gerne hier vermeiden, sagen wir so. Philosophie und sowas gerne, können wir gerne machen. Oder wenn es thematisch irgendwie zu einem Spiel passt, gerne, aber das haben wir hier gerade in dem Spiel nicht als Thema, deswegen würde ich sowas dann gerne lieber lassen. Jetzt muss ich den verprügeln hier, damit ich hier mal Ruhe habe.
Hier haben wir Schwefel, davon brauchen wir auch 40 Stück. Schwefel ist ein einfacher rauszuhauen als Ding. Es ist von mir nicht böse gemeint, aber Politik, Religion, Sexualität oder so, das sind sehr, sehr anstrengende Themen, sagen wir so. Und ich möchte hier einfach nur mit euch entspannt zocken und quatschen. Auch möglichst gerne, auch über entspannte Themen und auch lieber anstrengende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens lieber in den Hintergrund setzen, sagen wir so. Wasser ist tot. Lang lebe das Wasser. Verfasser Paschi. Alles klar, Paschi. Du wirst noch ganz groß rauskommen. Unter den Philosophen. Hä? Flammengeschützter Bereich? Ach, hier bin ich gelandet. Direkt unter meinem Flammenaltar. So, ich hoffe, Schwefel wird reichen. Habe ich viel? Haben wir jetzt 65 sogar. Das reicht. Dann würde ich von hier einmal in mein anderes Zuhause, ins Hauptzuhause reisen wollen. Warte mal, wir können das Ding dann eben. Ich reise mal direkt dahin. Den brauchen wir ja hier gar nicht mehr. Okay, der will jetzt wieder was. Was will der Balthasar? Gefahren des Elixiers. Flammenblut, du trägst das Elixier. Ich bitte dich, sei vorsichtig. Es bringt Verderben und Tod. Ich habe es selbst erlebt. Zuerst scheint es den Körper zu stärken, aber es verdirbt den Geist. Bitte trink das Elixier nicht. Warum sollte ich das Elixier trinken? Miasma-Meteor kann ich jetzt herstellen. Ewige Lichtexplosion. Insektenstaub könnte ich machen. Miasma-Seelen. Warmweiß leuchtende Substanz. Erde, Myzel, Knochenmehl, Holzsäure. Leuchten wir. Ah, seine Magiersatz brauchen wir. Wir müssten die Dinger hier alle mal herstellen, die wir hier haben. Ich müsste da auch mal weitermachen. So. Ich würde jetzt aber nochmal einen kurzen Break machen, eine kurze Pause. Ich werde gleich wieder da. Ich muss jetzt auch nochmal auf Toilette. So, daher würde ich sagen, bis gleich und ich mache.